Ja, es ist unglaublich, was hier passiert ist. Ich bin in der Pandemie ja ein bisschen eingeschlafen bei meinen eigenen Reden. Ich war zu sehr vertieft in das ganze Zeug und da passiert mir oft in Vizekusen. Auch wenn ich zum Beispiel in ein Geschäft reingehe, und das haben ja andere Wissenschaftler bestätigt, dass der gleiche Aspekt ist, wenn er das Geschäft verlässt, in 9 von 10 Fällen, also so 124% verlässt er Geschäft durch die gleiche Tür. Das ist ein Algorithmus, kann man sagen, das ist da, wo man immer mit muss hier, ne? Ich bin jetzt leider Zustand, ich schiebe einen totalen Durchblick hier. Muss aufpassen, dass ich hier nicht aus die Seite von der Lefze jetzt hier Körperflüssigkeiten verlieren, du. Deswegen habe ich jetzt hier begonnen mit dem Gesichtstraining, ne? Und mache ich jetzt hier die Halbhalte. Das ist eine wunderbare Angelegenheit, da ist nur, konnte, wird nur, was das Wichtigste ist, aus dem Mund ausgesprochen und ist auch einen normalen Filter in der Hand. Ich habe über einen Testlauf geschaffen in Vizekusen, da waren Personen bekannt, die ich persönlich auch kenne, zum Beispiel ich und mich, ne? Und die Ergebnisse stehen noch aus. Ich habe einmal darunter gestellt, vor der Raute waren immer innerhalb von einer Stunde 1,2 Liter Speichelabfluss drin. Und jetzt mit der Raute hat sich das verteilt. Da fließt aus jedem, wie soll ich sagen, aus jedem Rautenschenkel, aus der Schlabbergoschen, hier fließt da circa 0,6 Liter raus in die gleiche Zeit. Und das ist dann auch hier, wie soll ich sagen, eine Errungenschaft von Pandemie. Und das ist wirklich wie von den Socken, bin ja teilweise wieder beim Einschlafen aufgewacht und habe hier diese Menopausen genützt, hier mit meinen Kollegen ja der ganzen Welt sich kurz zu schließen, wegen der Pandemie. Und ich kann euch sagen, ich habe mich auch hier diätetisch verändert. Siehst du hier die Rille, das ist ein Ding, da kann man die Pandemie schon so erkennen. Und das ist auch von einem Kollegen der ganzen Welt genauso, Rillen sich zugelegt. Und zwar, das ist eine Brille, die wurde hergestellt aus dem Schwabenland, der weiße, der Center ohne Spätzlefresser. Da habe ich das Ding hier gekauft, hier. Und das ist beidseitig, das ist, wie soll ich sagen, hat 10 Grad Öchsle auf der nach oben offenen Richterskala. Und das ist sagenhaft, da kann man die Pandemie schon so erkennen, ohne ich wunderbar, ne?